Es ist in aller Munde das schnelle Internet per Glasfaser. Grund genug, uns einmal die Glasfaser ein bisschen näher anzuschauen. Dazu erst ein bisschen Theorie. Totalreflexion ist im Prinzip das, was hinter der ganzen Geschichte steckt. Totalreflexion hat man immer, wenn ein Lichtstrahl von einem optisch dichteren Medium unter einem sehr flachen Winkel auf ein optisch dünneres Medium trifft. Und genau das hat man in der Glasfaser. In der Mitte habe ich, das ist hier mit Core beschrieben, N1, das optisch dichtere Medium, Glas eben. Und außenrum, Cladding ist im Prinzip eine Hülle, die optisch dünner ist und dadurch erhalte ich diesen Effekt der Totalreflexion und dann bleibt dem Licht eigentlich nichts anderes übrig, als in der Glasfaser zu bleiben und den ganzen Weg durch die Glasfaser zu nehmen, bis es sozusagen am anderen Ende wieder rauskommt. Und das gucken wir uns jetzt genauer an. Schon 1870 hat John Tyndall versucht, Licht durch einen Wasserstrahl zu leiten. Was bringt einem das Ganze eigentlich gut? Man kann halt Lichtsignale entsprechend transportieren, leiten. Und richtig interessant wird es eigentlich in der Zeit, wo das Internet so aufkam. Wenn man so die Entwicklung des Internets in den letzten Jahren vergleicht, so sind halt die Datenmengen, die übertragen werden müssen, immer mehr gestiegen. Und daher braucht es halt eine Übertragungsmöglichkeit, die halt die so großen Datenmengen möglichst verlustfrei über sehr große und lange Strecken transportieren kann. Wenn man sich hier so die Erdkugel anguckt, man hat ja nicht nur innerhalb eines Landes Internet, sondern hier zum Beispiel, wo haben wir es denn? Hier ist Europa und viele Seiten sind ja in Amerika und da muss ja auch irgendwie dann eine Verbindung herrschen oder halt aus irgendwelchen anderen Ländern, wo halt interessante Seiten sind. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine gewisse Suchmaschine aufrufe oder, lande ich häufig, machen meine Daten so eine Art Weltreise. Und das funktioniert über Glasfaserkabel. Und hier habe ich mal so ein paar Glasfasern und hier kann man an den Spitzen halt sehr schön sehen, wenn ich mir das von der Seite angucke, da kommt kein Licht raus, aber wenn ich mir die Spitzen angucke, dann kommt Licht raus. Hier unten drin ist eine Farbwechsel-LED, die halt so immer mal verschiedene Farben da durchgeht und hier sehe ich, wie das Licht sozusagen in dieser Glasfaser transportiert wird. Und das ist halt schon sehr irre, weil erstens Glasfaser und ich kann die Dinger hier biegen, ohne dass sie zerbrechen. Das sollte man mit einer Fensterscheibe nicht probieren. Und ich kann hier nahezu verlustfrei das Licht transportieren und damit auch Daten, weil warum kann ich hier mehr Daten transportieren? Ist auch relativ einfach. Je höher die Frequenz dessen ist, von meinem Trägermedium sozusagen, wenn ich ein Kupferkabel habe, sind das elektromagnetische Signale. Und je höher die Frequenz ist, umso mehr Daten kann ich übertragen. Nur beim Kupferkabel gibt es halt Grenzen. Je höher die Frequenz ist, umso weniger weit kann ich das Ganze leiten. Das heißt, ich habe
die Wahl zwischen einer niedrigen Frequenz und weniger Datenübertragung, dafür große Strecke, oder umgekehrt, hohe Frequenz, hohe Datenübertragung, aber kurze Strecke. Und bei der Glasfaser ist das nicht so. Ich habe einmal Licht. Licht hat natürlich eine wahnsinnig hohe Ausbreitungsgeschwindigkeit. Gut, habe ich im Kupferkabel genauso. Aber auch ich kann hier wesentlich höhere Frequenzen nutzen und damit mehr Daten übertragen. Und deswegen macht man so eine Mischform, um Kosten zu sparen. Man nimmt die Glasfaser, legt die zum Beispiel in einen Ort hinein und dort gibt es dann Verzweiger, die diese Glasfaser dann auf das alte Kupfernetz übersetzen. Und mit dem Kupfernetz wird dann sozusagen die letzte Meile bis zum Haus ja, überwunden. Und auf diese Art und Weise spare ich Kosten, habe trotzdem halbwegs schnelle Internetanschlüsse. Ja, ist schon eine irre Erfindung, was man hier so ein paar Fasern Glas können.